normal. So, ich guck mal. Die Gesamtlautstärke hochschrauben. Einstellungen. Video, kriege ich die Helligkeit ein bisschen hochgezogen? Ja, die kriege ich für euch hoffentlich ein bisschen hochgezogen. Ich ziehe sie mal auf 60%. Wenn was dann falsch ist, dann schreibt mir bitte nochmal in die Kommentare. Audio. Also, Lautstärke ist aber komplett oben bei mir. Wollte gerade sagen, die ist eigentlich komplett auf an. Video. Helligkeit. Okay, sollte eigentlich funktionieren jetzt. Ja, Dirk, ich kann irgendwie, also höher stellen kann ich nicht. Es steht komplett auf 100% die Audioeinstellung. Sie glaubt, wir haben Falanda und will ihn zurück. Sie verlangt sein Treffen, um zu verhandeln. Glauben Sie ihr? Ich glaube, sie will Salazar alles andere. Du kannst als einziges den Audiomix anpassen in der Party selber. Einfach den ein bisschen runterdrehen auf nach links. Dann müsste das Spiel lauter sein, weil es ist jetzt lauter. Mehr auf Spielaudio gehen. Bei Party und dann den Audiomix. Ein bisschen nach links Richtung Spiel. Ich habe euch quasi einen Ticken leiser gestellt, habe das Spiel lauter gestellt. Ich guck mal eben hier. Also ich höre euch normal noch, aber halt jetzt ist das Spiel auch lauter. Mal eben rein. So, ich such's mal die neue Mission. Das gehört ja dazu hier, das Ding. Die alte Schlampe klingt verzweifelt. Vielleicht können wir sie ja gegen El Sueño aufbringen. Ja, ja, schon durch lauter. Muss ich den Regler weiter nach links, nach links. Okay. Weil nach rechts ist quasi unsere sind wir lauter und das Spiel leiser. Okay. So. Jetzt müsste es eigentlich deutlich besser werden. Ich soll mal kurz ein Feedback geben, ob es soweit funktioniert. Die Frage ist, hört man uns alle komplett? Im Stream. Ja, wenn man es im Stream hört, dann hört man es auch in der Aufnahme. Wie ist es denn jetzt? Ich glaube, ich soll mal schießen. Ich mal kurz. Habe ich gemacht. Also nochmal eben rein hinten ins Spiel, ne? Hm. Ja, ist wohl besser. Super, aussieht. Dann haben wir das hingekriegt. Sehr gut. Dann ist ja gut, dann haben wir das auch mal hinbekommen. So. Angehen Anruf. Wir uns jetzt im Treffpunkt. Gut, die Rebellen warten. Folgen Sie ihnen und sie bringen sie zum Madre Coca. Okay, das ist jetzt alles wieder eine Mission, die zu einer angehört. Ja. Motorfahrer, also. Los, folgt uns. Alles klar. Folgen wir dem Jungs mal. Ich schicke eine Drohne. Eine Drohne. Frage ist, kann ich mit dem mitfahren? Ja, ich fahre mit dem einen mit hier. Mit dem Bus. Ah, leg mich doch am Sack, ihr könnt doch mitfahren. Ich steige wieder aus. Ja, ja, das ist funktioniert. Okay, das funktionierte nicht, wie ich das sagen wollte. Dann steigen wir mit bei euch ein. Ich wollte mit denen nämlich mitfahren, aber die sind dann aus. Genau, kriegst du mal den Kofferraum da hinten? So, und dann geht's weiter. Es gibt doch nichts über den gemütlichen Kofferraum. Ich bin doch schon den Kofferraum mitgefahren. Wenn ich mit dem ganzen Team anrücke, platzt der Deal. Also spielen wir fair, bis sich die Lage ändert. Verstanden? Wie du willst, Boss. Ich deck dir den Rücken. Ja, Mann. Genau darauf zähle ich. Der fährt ganz schön langsam nach vorne, ne? Mhm. Bis 3 wollte ich ungefähr machen. Passt das bei euch? Ja. Ja, alles gut. Super. Ja, ich muss nämlich noch ein, zwei Sachen erledigen. Jo, wir haben jetzt kurz vor 2. Der fährt mitten rein. Hinterhalt! Schaltet die Penner aus! Wow. Ja. Also doch nichts mit Reden hier.
Nee, das reden ich nicht. Boah, ist leckt. Ja, bei mir ruckelt's auch gerade heftig. Ich glaube, das Spiel kommt, die Konsole kommt gerade. Versuch mal eben eine Drohne. Och, Glück gehabt. Es geht nicht, die ist gestört. Das war ja klar. Den Skorpion hast du. Okay, dann nehmen wir mal deine Waffe hier. Vielleicht mach ich mal deine Waffe leer. Ich glaube, diese Engine kommt gerade nicht mit der Mischung aus Regen und Schießerei und was auch immer zurecht. Aber hier ist irgendwie noch ziemlich viel Rotes. Als wenn ja, hier noch Gegner sind. Das ist ein schönes. Ich sehe Madre Coca. Es geht los. Bowman hier Norbert. Madre Coca ist tot. Was ist passiert? Es war ein Hinterhalt. Die Alte hatte nie vor zu verhandeln. Sie wollte Geiseln, um sie gegen Salazar einzutauschen. Und fast hätte sie sie bekommen. Alte Hexe. Druck wird beide formen. Sie wusste, dass sie Zugriff versuchen würden. Ihr einziger Fehler war, dass sie uns unterschätzt okay. hat, als die Falle zuschnappte. Ich verstehe. Ich glaube trotzdem, das Risiko war es wert. Sie umzudrehen. Komm ich hier mal eben kurz aufheben? Ja, ich hab wo du bist. Ich hab ihn aber noch erwischt. Ich bin ganz oben auf dem Dach. Nachbargebäude, alles klar. Ich bin gleichzeitig mit meinem Gegner gestorben. Na, na, gucken wir doch mal, wo du bist. War das gut, dass er getötet wurde oder eher schlecht? Ja. War gut eigentlich, das gehörte ne? mit dazu. Ja, ja, das war Mission okay. erfolgreich sozusagen. Ja, das wollte ich sagen, die sollte getötet werden. Das Ding ist, die hat behauptet, sie will mit uns verhandeln, aber dann wollte sie uns erschießen, also haben wir sie erschossen. Das war ja okay. der Plan. Ja. Ach, ja, das ist mir echt nervig hier. Wie sind die denn alle? Ich töte mal jetzt hier oben noch die Typen hier, es geht mir auf den Keks. Ja, ja. Aber mittlerweile die Drohne starten? Auch nicht, ne? Immer noch nicht. Schön. Ja, hier hinterm Haus ist der Störsender. Ich hab ihn schon entdeckt. Nur der Generator weiß ich nicht, wo der ist. So, hier oben die Gegner sind tot, habe ich getötet. Oh, die Bude ist kaputt. Beim Battlefield könntest du jetzt wahrscheinlich das ganze Haus kaputt schießen. Ja. Das sind noch Fertigkeitspunkte. Ja, hier oben, da oben ist noch ein Fertigkeitspunkt im Haus. Ich habe ihn schon geholt für mich. Ja, wenn man auf die Leiter findet oder die Treppe. Ja. Ach, da drin ist auch noch irgendwas zum Markieren. Noch ein. Ja, warte, ich muss erstmal gucken, wo ich an den Fertigkeitspunkt komme, wo es hochgeht. Ja. Die Treppe hoch außen. Ja, ja, von außen. Ich habe die drinnen gesucht, deswegen. So. Oh, Mann. Nein, ja, 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 ja. Ja, das ist Karfreitag-Müdigkeit. Ne? Hier. Nee, warte mal. Hier. Nehmen. Treffungsfähigkeitsbuch. Aufladen und dann. Habt ihr schon ein Auto? Ja, ich sitze schon drin. Sitzt ihr schon drin? Warum frage ich eigentlich, ob du schon drin sitzt? Eigentlich genau, warum Frage, fragst ne? du, ob ich schon drin bin? Das ist eine genau. blöde Frage. Bei dir ist das eine blöde Frage. Gab es doch irgendwie mal auf so eine Internetwerbung oder so. Bist du schon drin? Oder liege ich da gerade komplett falsch? Halt. Jetzt. Wahrscheinlich so ein bisschen, Kevin. ich weiß es. Ich meine, es wäre. Okay, egal. Also, der nächste Story-Einsatz, was wir machen wollten, wäre der hier. Nee, Quatsch, halt. Der hier. Ja, aber wie gesagt, nicht nur ständig jetzt Story-Missionen. Ja, ja, ist schon klar. Machen wir die noch jetzt in der Folge auf jeden Fall. Und dann machen wir nochmal ein bisschen Lebensmission. Weil wie gesagt, ich lese immer wieder, die Nebenmissionen bringen auch viele Vorteile, weil dann kannst du dir von den Rebellen noch zusätzliche Sachen liefern lassen und so ein. Und so ein. Ich fahr mal eben dahin, ich bring mal kurz meinen Kaffee weg. Schon wieder. Ach, Kaffee, Lebensinhalt. Eieiei, das regnet aber hier.
So, da bin ich wieder. Warum werden wir denn schon wieder beschossen? Keine Ahnung. Ja, ich musste leider durch diese Stadt durch, da wo so viel los ist, wo wir letztens waren. Aber ich bin einfach weitergefahren. Ich bin diesmal nicht schuld. Ja, ich musste ja leider da durch. Ja, ist gut. Wir haben uns wieder ein Heli an Bord, gleich hinter uns. Von, Ja, aber ich glaube, der fliegt aber, glaube ich, nur Patrouille, wenn wir den außen vor lassen, dürfte da nichts passieren. Der ist jetzt über uns, also so ein bisschen. Na, der fliegt aber ziemlich hinterher, oder? Nee, das sieht auf der Minikarte nur so aus. Nee, ich gucke ihn oben an. Ich bin jetzt mit der Kamera gerade drauf, der ist oben halt. Das war schon wieder ein anderer, glaube ich. So, ich würde sagen, ich halte hier an und dann gehen wir langsam hoch da. Da ist einfach ordentlich was los, ne? Auch Unidad ist da oben vertreten, wollte ich nur mal gesagt haben. Mal eine Drohne losschicken, würde ich sagen, ne? Ja, fliegt. Auf jeden Fall. Wenn es geht. Ja, es geht. Also hier oben ist schon mal einer. Da ist noch einer. Ja, da sind die Unidad. Es sind eine kleine Gruppe Tangos. Okay, ich kann nicht weiter, meine Reichweite ist erreicht. Ja, ich habe gerade mal ein bisschen rangezoomt. Guck mal, dass ich die alle kriege. Das, oder? So, ich würde mich schon mal um die hier am Rand kümmern, ja. Ja, ich guck mal, dass ich die letzten ein, zwei, die noch bleib stehen. Bleib stehen. Markiert krieg. Aber ich glaube, die anderen, die werden da in der Hütte sein, deswegen. Einen habe ich. Ich helfe dir gerade, Markus, ein bisschen, um Rand die Leute wegzuschießen. Da oben ist einer, der guckt raus. Erstes Ziel erledigt. Wiederhole. Erstes Ziel erledigt. Zum nächsten. Ich glaube, ich habe einen der Unterstützer von Matrikoka erwischt. Ja. Ja, die drei von der Unidad, ne? Ja. Oder vielleicht gucken, dass wir die auf einmal platt machen. Wie, mit einer Granate oder was? Ja, entweder mit einer Granate oder das war zu dritt schießen. Da oben, da ist noch. Hier ist noch ein bisschen was rot. Ach Mist. Ich guck mal, ich wetter mal mit dem Granatwerfer rein. Ich hatte total vergessen, den Schalldämpfer wieder drauf zu machen, hatte ich vorhin runter gemacht. Aber es ist nichts allzu schönes passiert. Noch einen erwischt. Kann ich hier gerade nicht entscheiden? Ich ahne dich nicht gerne. Die Drohne fliegt. Mist. Wieso habe ich die eine habe ich gerade locker mit einem Schuss, die nächste ein Schuss Treffer, zwei Schuss Treffer, immer noch am Leben. Oh. Ich werde hier jetzt die Unidad mit dem Granatwerfer machen, ja? Ja, mach mal. Ich hab den Zahn. Das hat nicht funktioniert. Die waren noch gleich. Ja, Scheiße, die haut ab. Ja, das war eine scheiß Idee. Okay. Festhalten, Leute. Fährt ihr mal mit? Ja. Ja, ich versuch dir gerade, ich versuch hinterher. Ich versuch dir mal zu stoppen. Erschossen worden dabei. Es war ein Versuch, ich habe mich geopfert. Zweiter Abschuss bestätigt. Suchen wir die letzte Kartellratte und schalten sie aus. Die Leine habe ich erwischt. Ich weiß. Na, Hauptsache die Unidad kommen nicht, das fand ich jetzt. Das ist quasi die letzte jetzt von denen. Ja, das ist die letzte. Ja. Boah, Alter. Mit dem LKW, ohne den LKW. Oder mit dem LKW hier. Ich bin abgestürzt. So, ich hab dich geheilt. Vielen Dank. Jetzt schnell der anderen hinterher. War ich eigentlich dran, aber wie gesagt, ich bin abgestürzt vom Berg. Scheiße. Ja,
Denkst du auch da? Nee. Willst du ein anderes Fahrzeug nehmen? Ich renne. Aber auf geht's. Ja, ich krieg dich sowieso nicht mit dem Trecker. Ja, du hast ja auch das falsche Fahrzeug genommen. Nein, ich bin mit dem Auto gefahren, mit dem LKW gefahren, bin da ja abgestürzt. Das hier ist so weit entfernt, scheiße. Ja, ich versuche auf jeden Fall gleich mit dem Raketenwerfer zu kriegen. Hat das fehlgeschlagen, das war mir fast klar. Soll ich mal dem Kevin den... Achso, schade. Ich wollte gerade dem Kevin den Trecker unterm Arsch wegschießen. Sag jetzt das. Scheiße. Okay, ist das vielleicht... Das was mich nur gewundert hat, war... Den ersten Unterstützer habe ich mit dem Schabelsklamm mit einem Schuss getötet. Den zweiten, ein Schusstreffer, nicht tot. Zweiter Schusstreffer, nicht tot. Du, die drei von der Unidad, ne, die brauchten zwei Raketenwerfer, bis sie tot waren. Und ich habe da genau reingebollert. Reingeböllert? Ja. Ich wollte auch mal mit der Tür ins Haus fallen. Hat mich so richtig reinknattert da in die Gruppe. So, dann versuchen wir das nochmal. Setze Drohne ein. Starte Drohne. Ich hätte ja die fast noch erwischt, die da abgehauen ist, weil die war direkt vor euch in dem ist in Ding eingestiegen und wollte durch die Frontschutzscheibe erschießen, habe aber sie nicht ganz erwischt. Ja. Und die eine kam ja direkt auf mich zugefahren, habe ich auch umknackt. Setze Drohne ab. Noch einen ausgemacht. Ja, den einen hier vorne, den kann man ja schon mal... Ich nehme die Drohne. Den könnte man ja schon mal Hallo sagen, ne? Ja. Da ist ein zweiter Tango. Ziel Nummer 3. Ich zähle 5. Auch nicht. Granate, hola putas. Die zwei hauen wieder ab. Aber die müssten doch hier die Straße runterkommen, oder nicht? Ja. Die Frage. Wir sind schon am Fahren. Ja, ist nur die Frage, wo die jetzt genau herkommen. Die dritte haut auch gerade ab hier. Hab ihn, er ist tot. Drei Ziele identifiziert. Wo fahren wir denn her? Ich habe, glaube ich, eine Idee, wenn wir jetzt nochmal neu anfangen müssen. Da habe ich eine Idee, wie wir das machen. Eine von euch hatte doch einen Granatwerfer, ne? Ja, ich. Da gehst du, bevor wir überhaupt irgendwas machen, den Berg links hoch zu der Straße, wo die ganzen Autos stehen. Dann schrecken wir die auf und wenn die in die Autos einsteigen, brauchst du die nur noch mit dem Granatwerfer plopp, plopp, plopp. Ja, ich hatte jetzt auch gedacht, die kommen hier die Straße runter, deswegen bin ich hier unten stehen geblieben. Nee, wir sind an einer anderen Straße gespawnt. Weißt du, was ich meine? Wir sind praktisch an der anderen Seite gespawnt. Ja, wir sind komplett unkoordiniert gerade da rein, Leute. Wir sind ja. Aber noch sind sie ja beide da, warte mal. Ja, die sind hier vorne bei mir. Ja, bei mir. Einen habe ich erwischt. Ja. Habe ich? Oh, jetzt ist schon weggefahren. Ja, den kriegen wir. Das wird schon schwierig. Das wird schwierig. Oder kommst du da alleine hinterher? Nee, ne? Ich probiere es gerade. Ja. Hm.
Ja, Dick, bei uns ist immer so ein Chaos hier. Wir können das nicht! Wir sind alle Leroy Jenkins. Er hat gerade geschrieben, zum Glück weiß er, dass wir blau sind. Also jetzt von den Pfeilen her, wahrscheinlich. Oder willst du uns gerade was unterstellen hier? Mist, schade. Das wäre natürlich jetzt geil gewesen, wenn ich sie direkt den Berg runtergeschoben hätte mit dem Auto. Das wäre geil gewesen. Ich renne hier gerade einfach mal durch die Botanik und ich weiß gar nicht, wo ich hinrenne hier. Verschwinden wir und überlassen den Kokaleros den Rest. Hast du ihn gekriegt? Ja, habe ich. Sehr gut. So, ich komme zurückgefahren mit dem Auto und hole euch ab. Ich hatte jetzt ein Auto gehabt, ich wäre jetzt mitgekommen. Ich bin eigentlich jetzt an neuer... Ich bin jetzt 400 Meter neu entfernt. Ich bin jetzt an Distanz gerade vorbeigefahren, die ist mir gerade quasi fast vors Auto gerannt. Ja, ich bleib mal hier auf der Straße stehen. Ja, sehe ich auch schon hinten. Aber ich glaube, das ist 10 und 2 Sitze. Das ist so ein kleiner LKW halt. Und ich will da schon. Ich renne auf der Straße, ich sehe nur Markus gerade. Das ist, das ist so ein Mini-LKW halt. Ja, Markus kommt doch mal hinten. Da kam auf einmal nur... Ich habe nur auf der Karte den Pfeil gesehen. Auf einmal kommt sie da aus dem Busch gerannt. Busch. Aber ich weiß nicht, ist das überhaupt... Das ist gleich ein Dreisitzer hier, ne? Ja. Habt ihr noch ein anderes Auto? Ja, wir sind eh nur zu drehen. Passt ja mit dem Kofferraum. Hier oder? Passt also keiner mehr rein. Scheiße. Warte, dann suchen wir uns schnell ein anderes Auto. Ja, wir haben fahr doch mal wieder welche langen gerade. Ich hatte so ein Mini-LKW im Rennen. Das ist aber auch nur zwei Sitze. Nein, kommt noch ein Auto. Warte. Naja, ist der gleiche aber eigentlich. Hier kommt ein normales Auto. Machen Sie es nicht schwerer als nötig. Ja, wir haben zwei, wir hatten ja zwei Autos. Ich hab hier. Die Rebellen wissen, wo man den Nachschub findet. Sie können uns später sagen. Kev, das wäre der gleiche gewesen. Da kann auch nur drei drin sitzen. Habe ich das gerade nicht? Habe ich auch gerade gesagt? Ich sitze vorne. Ja.